So, herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme zum Tech Let's Play. Wie ihr seht, habe ich auch schon direkt hier mal ein anderes Texture Pack wieder. Und ab dieser Folge werde ich jetzt auf die Uhr gucken und dann alle 15 Minuten zu jeder neuen Folge versuchen, ein anderes Texture Pack anzumachen. Vielleicht vergesse ich es auch mal. Und wenn wir einig durchhaben, will ich euch entscheiden lassen, welches Texture Pack wir verwenden sollen. Das hier nennt sich jetzt Upscale. Link in der Videobeschreibung. Und ja, damit machen wir jetzt erstmal weiter. Sieht auch gar nicht so schlecht aus, finde ich. Hat was, naja. Mal gucken, ob die Maschinen auch sich geändert haben oder ob die gleich geblieben sind. Das scheinen noch die alten zu sein. Was wäre ja auch gar nicht so schlimm. Gut. Was wollten wir jetzt noch machen? Genau, Pumpen. Wir haben da leider Uranzellen. Die fast, also die verbrauchten Uranzellen noch da drin, die wir abpumpen müssen. Filter hatte ich noch übrig, das weiß ich da, einer, das reicht. Und dann brauchen wir noch eine Kiste, wo die reinkommen, da. Ein paar Tubes. Und dann könnten wir uns überlegen, ob wir hier so eine Leiste hin machen, die verschiedenfarbig leuchtet, je nachdem, ob der Reaktor heiß ist oder halt gut gekühlt. Und das hier sieht man irgendwie absolut nicht. Das ist blöd. Da müsste auch ein anderer Stein hin. So. Abschalten. Und jetzt könnte wir uns überlegen, wo wir das hin tun. Ich würde es gerne hierhin machen, glaube ich. So. Hier ist ja auch noch Schutz, genau. Und das würde dann einfach hier in eine Kiste reinlaufen. Na, geh weg. Chest hierhin, die Tubes. So. Wieder ausschalten, noch eine Tube. Und da rein muss jetzt auch so eine near delapted. Jetzt zieht er sich nur die hier raus. Den Rest lässt er drin. Es ist so ganz schön viel Eis da drin. Müssen wir mal sehen, dass wir hier noch einen MK3 für bekommen. Für den hier oder einen zweiten MK2. Wobei ein MK3 wäre effektiver. Minimal. So, was wollte ich jetzt noch tun? Achso, einen Timer brauchen wir noch da dran. Der wäre mit 10 Sekunden auch ganz gut. Wobei das auch schon eigentlich zu schnell ist, aber. Das geht noch. So, die Frage ist, kann ich es direkt da anschließen? Den Receiver. So, bekommt das Signal. Boah, was wie der Name? Am Reaktor. Und die Nummer. Ach Mist, jetzt hat er den Namen weggemacht. So. 5. Das hier dann auch. So, sehr gut. Schalten wir es wieder ein. Und es ist immer noch alles super geschützt.
und da fließt es auch schon. Super. So. Das heißt, wir brauchen einen MK3 noch. Sollte nicht so schwer sein zu besorgen. Wir müssten einiges an Ressourcen haben. Ja, schon. So, noch hier auch noch. Super. Oh, ich habe schon gedacht, zwei Stücke. Oh. Geil. Sogar einer noch zu viel. So, den bringe ich hinten an. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was wir sonst machen könnten noch. Bis auf diesen einen Vorschlag von eben. Ich glaube, das setze ich aber auch um. Geht das jetzt schneller? Hm. Mist. So. Wir können das ja ein bisschen pushen mit ein paar Dias. Die besorge ich jetzt mal. Rein damit. 15 wäre zu viel. Aber schauen wir mal. So, 10 Stück. Per Hand geht's schneller. Die 5 packe ich jetzt hier rein. Und hier direkt. So. Einmal Eis raus, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Hat das noch mehr? Ja, ist schon verarbeitet. So. Und das raus, das. So. Dann ist er wieder voll. Ist auch eigentlich ganz gut, wenn man das die Uranzellen zeitversetzt ein bisschen rein tut. Immer so 6, 7, na, sagen wir 10 Sekunden, 15 Sekunden, irgend sowas, immer nacheinander. Dann hat es genug Zeit, das wieder nachzufüllen. Dann fehlen dann nicht auf einen Schlag 10 Stück oder sowas. So. Den die hier raus. Das hier ist voll, ne? Ich hab 26 Millionen. Na gut, immerhin. Ich kann euch das auch beweisen. Noch mit dem Force Field. Superheat, Scatter, Explosive nicht, Mining. Long Range ist ansonsten eigentlich ein ziemlich starkes Ding. Plupp. Passiert gar nichts. Es prallt einfach ab. Ich kann versuchen, es kaputt zu hauen, krieg's nicht hin. Das Einzige, was runtergeht, ist hier ein bisschen die Energie. Aber mit so kleinen Sachen sieht man es kaum. So, und dann gucke ich mal, was für Farben wir haben. Was für Farben wir haben, das hört sich auch gut an. So, grün. Gelb. Was haben wir noch? Und rot. 1, 2, 3, 4, 5. Hm. Oder ich mach den eins kleiner. Ging so auch, oder? Oder ich könnte nach unten noch erweitern. Aber das ist genauso groß wie vorher. Das reicht. Oh, ich stell jetzt Lampen draus. So, Luma mache ich wie Redstone und Glowstone. Okay. So, ich mir das merken könnte. Redstone und Glowstone. Kein Glowstone da. Und Redstone.
dann. Wir hatten da noch Closedown. Wo ist der denn? Da sind die Blöcke. Ja. Wer sucht, der findet, oder wie heißt's, ne? Da ist er. Lime wäre vielleicht auch cool. Auf fünf verschiedenen Farben sieht sicher doof aus. Oder sechs? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann machen wir sechs breit. Okay. Dann brauchst du drei Farben, würde ich sagen. Das sieht ganz gut aus dann. Gelb ist ein bisschen wenig. Vermehren wir mal. Reicht. So. Wie macht man es nochmal? Luma. So. Zwei für eine Lampe, ne? So. Nein, das war ein bisschen viel. Verdammt! Was sollen wir denn mit so vielen grünen Lampen? Vor allem haben wir kein Closedown mehr. Doch. Schnell mal nachproduzieren. Damit es keiner merkt. So. Und sortieren. Was brauche ich noch für die Lampe? Redstone und Glas. Naja, das kriegen wir hin. Glas, Redstone und Rot. Zwei Stück. Gelb. So, zwei Stück. Dann geht uns das Glas aus. Glas. Zwei Stück wieder. Grün. Optimal hat gelangt. Wir brauchen noch die Remote Thermal Monitoren. Frequency Transmitter. Die waren ja easy. Wenn man Kabel hätte. Okay. So. Ja, ich weiß, ich wollte aufräumen, aber habe ich irgendwie nicht so Lust. So, 11 Stück. Lang 12 noch besser. 1, 2, 3, 4, 5. Das war's mit den Kabeln. Ah, Moment, oh ja. Wir haben's ja. Und Rubber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Müsste man auch ein neues herstellen. So. Warum ist das in so einer vollen? Wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Und dafür braucht man auch nochmal. Okay, nochmal 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist alles so super zum Herstellen. Machine Block und Thermalmonitor. So, da wird das hier sicherlich nicht für reichen. 4 Stück. Eisen haben wir aber hoffentlich wieder. Nein, gar keins. Okay, zwei. Doch, zwei Stacks, falsche Kiste geguckt. Mehren. Ich hab's satt, das alles zu brennen. Fail.